nächsten Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in Ilias eine Übung anlegen. Und zwar das Ganze einmal aus der Dozenten-, aus der Kursadministratorenperspektive und einmal aus der Studierenden-, also aus der Kursteilnehmerperspektive. Ich fange zuerst an, als Dozent sozusagen die Übung anzulegen. Innerhalb Ihres Kursraumes klicken Sie hier auf Neues Objekt hinzufügen und wählen das Objekt Übung aus. Übung, 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 Übung. Da ist es. Was erreiche ich überhaupt mit dem Objekt Übung? Mit dem Objekt Übung stelle ich meinen Kursteilnehmern eine Frage und bitte diese um die Abgabe einer Datei, zum Beispiel im PDF-Format. Und Studierende oder Kursteilnehmer haben hier die Möglichkeit, ihr Dokument hochzuladen in diesen Kursraum und auch in das Objekt Übung. Und ich erhalte dann sozusagen gesammelt, namentlich benannt, alle Dokumente aller Studierenden, die abgegeben worden sind. Ich kann eine Übung zeitlich begrenzen, sozusagen, dass ein Upload nur innerhalb dieser bestimmten Woche oder dieses Zeitraumes möglich ist. Und ich kann als Kursadministrator ein direktes Feedback auf die Abgabe der Hausarbeit oder der Übungsaufgabe geben. Und der Studierende, der Kursteilnehmer kann das entsprechend dann bei sich unter seinem Login in Ilias lesen. Ich zeige jetzt einmal das Prozedere, wie das geht. Neues Objekt hinzufügen, Übung. Und ich gebe der Übung einen Titel. Ich habe dazu schon mal ein bisschen Beispieltext vorbereitet. In diesem Fall handelt es sich um eine mathematische Übung. Und eine Übung ist immer unterteilt in Übungseinheiten. Also ich habe eben gerade jetzt mit dem ersten Schritt die Gesamtübung angelegt, die eben da heißt mathematische Grundlagen, Übung, komplexe Zahlen. Und nun gebe ich der Einzelübung eine Überschrift hier. Polar- und Koordinatenerstellung komplexer Zahlen soll die Einzelübung sein. Okay, Titel füge ich ein. Und nun könnte ich hier eine Startzeit einstellen. Schon mal für diese Übung und sagen, okay, die Übung beginnt erst beispielsweise ab morgen so und so viel Uhr. Ich lasse das aber mal, denn ich möchte, dass sofort etwas abgegeben werden kann. In diesem Schritt hier würde ich die Arbeitsanweisung an sich posten, also die Beschreibung einstellen. Das wäre dann dieser hier, dieser Text. Kopiere ich hier rein. Bestimmen Sie die Polar- und Koordinaten-Darstellung folgender Ausdrücke und dann gibt es hier einen Link, der auf eine externe Seite verweist und laden Sie die Ergebnisse hier als PDF hoch. Das wäre also sozusagen meine Anweisung für diese Übung. Um den Text noch näher zu erklären, könnte ich hier eine Beispieldatei anhängen. Das möchte ich aber hier nicht machen, sondern ich lasse das Feld frei. Ich klicke auf Speichern, um die Übung als solches abzuspeichern und damit meinen Kursteilnehmern zur Verfügung zu stellen. Okay, nun wechsle ich einmal zurück in die Kursansicht, indem ich hier auf Ilias Testkurs 1 klicke. Und Sie sehen, es ist ein Objekt angelegt. Dieses Objekt heißt Mathematische Grundlagen, komplexe Zahlen. Ich das als Kursleiter hier anklicke, dann sehe ich hier die Möglichkeit oder hier die Arbeitsanweisung für die Studierenden. Hier steht noch, die Zeit ist abgelaufen. Da müsste ich nochmal nachschauen, ob ich hier eine Einstellung übersehen habe. Da gucke ich doch nochmal nach. In den Übungseinheiten, hier unter Bearbeiten. Ah, der Abgabetermin ist hier falsch eingestellt. Heute 10.06 Uhr, okay. Dafür klicke ich hier nochmal auf Bearbeiten. Und ich habe hier keine Startzeit eingestellt, weil es ja sofort starten soll. Aber ich muss eine Abgabezeit einstellen. Okay,
Der Abgabetermin soll heute bis, sagen wir, bis 13:06 Uhr erfolgen. Okay, und speichere das erneut. Damit ist die Übung jetzt aber freigeschaltet. Okay, Sie sehen hier noch 2 Stunden 56 Minuten haben Studierende, also Kursteilnehmer, Zeit, ihr Übungsergebnis abzugeben. Als Kursadministrator klicke ich noch einmal auf die Übung. Und Sie haben hier einen Reiter, der heißt Abgaben und Noten. Der ist dann besonders interessant. Im Moment steht hier noch keine Einträge klar. Kein Studierender, kein Kursteilnehmer hat bisher diese Übung oder sein Ergebnis abgegeben. Spannend wird es erst dann, wenn wirklich die Studierenden ihre Übung abgegeben haben. Das möchte ich einmal hier beispielhaft zeigen und ich wechsle in die Ansicht eines Studierenden und zwar von George Kaplan. Okay, ich wechsle ebenfalls in den Kurs und wechsle auch zur Übung. Hier ist die Übung, mathematische Grundlagen. Klicke auf Übung und habe dann die Möglichkeit, hier auch die Arbeitsanweisung zu lesen. Ich sehe, wie viel Zeit mir verbleibt, um diese Übung zu beantworten. Und hier steht, ich habe noch keine Lösungsergebnisse abgegeben. Möchten Sie eine Lösung einreichen? Jo, ich möchte eine Lösung einreichen. Das tue ich hiermit durch Klick auf den Button und habe jetzt hier die Möglichkeit, eine Datei oder mehrere Dateien als ZIP-Archiv hochzuladen. In diesem Fall soll es nur eine Datei sein. Die wähle ich von meinem Desktop aus. Und zwar heißt die Datei, da muss ich noch eben einmal schauen. Ergebnis. Okay. Moment. Masse. Da ist er. Ergebnis Kaplan. Gebe die ab und sage hier hochladen. Okay. Und sehe ich hier für mich selbst, eine Datei wurde abgegeben. Gut, das ist jetzt kein PDF wie gefordert, sondern eine TXT-Datei, aber das ignorieren wir an dieser Stelle einmal. Wenn ich jetzt erneut wechsle in die Ansicht eines Kursadministrators, also eines Dozenten, und aktualisiere diese Seite. Ich befinde mich noch unter Abgaben und Noten, sehen Sie jetzt. Aha, okay, George Kaplan hat bereits etwas abgegeben. Ich weiß, wann er was abgegeben hat. Ich weiß, wie viele Dateien er abgegeben hat. Und habe jetzt hier diverse Möglichkeiten, dort etwas einzustellen. Ich kann mir selber eine Notiz schreiben. Testnotiz für dieses Dokument. Ich kann dem Lerner ebenfalls einen Kommentar hinterlassen und sage hier, Sie haben die Aufgabe erfolgreich gemeistert. Und ich kann ebenfalls als Feedback zurückgeben, ob diese Aufgabe bestanden wurde oder nicht bestanden. Und ich kann hier auch eine Note eintragen. Ebenfalls habe ich die Möglichkeit, eine Nachricht zu versenden oder eine Feedback-Datei zu versenden an den jeweiligen Lerner. Okay, diese Einstellung muss ich natürlich speichern, das ist ganz wichtig. Das mache ich hier einmal. Okay, das ist das, was ich eingegeben habe. Wenn ich jetzt in die Ansicht des Kursteilnehmers wechsle, also in die Ansicht von George Kaplan, der die Aufgabe abgegeben hat, und wechsle in die generelle Ansicht des Kurses, habe ich nun hier unter Aktionen Info die Infos, die ich eben gerade für George Kaplan eingegeben habe. Und zwar sehe ich hier erst einmal den Status bestanden. Und ich sehe an anderer Stelle hier unter Übungseinheiten an sich,
Denn das war jetzt gerade die Info für die gesamte Übung und für die Übungseinheit an sich. Sehe ich jetzt hier, Sie haben die Aufgabe erfolgreich gemeistert. Das ist das, was ich eben als Kursleiter eingegeben habe, die Note. Und ich sehe, ich habe bestanden. Wunderbar. Wenn Sie jetzt mehrere Abgaben haben, beispielsweise, sagen wir mal 30 Stück von 30 Teilnehmern, können Sie natürlich hier auch alle Felder entsprechend für die Personen ausfüllen. Sie können hier die jeweiligen Dateien hinter dem Namen der Person herunterladen. Also wenn ich hier draufklicke, öffnet sich das Windows-Kontextmenü, um die Datei herunterzuladen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, von allen 30 Teilnehmern beispielsweise alle Dateien gleichzeitig herunterzuladen. Diese Dateien werden dann in einem Ordner namentlich abgelegt. Ich möchte das einmal beispielhaft anhand dieses einen Kursteilnehmers zeigen. Ich würde dann, auch wenn es 30 wären, hier einfach auf alle auswählen klicken. Dann ist hier ein Häkchen gesetzt und würde dann hier sagen, Entschuldigung, alle abgegebenen Dateien herunterladen. Das mache ich einmal und Sie sehen, hier öffnet sich wieder ein Windows-Kontextmenü. Ich habe die Möglichkeit, das Ganze als ZIP-Datei zu speichern. Das mache ich. Okay, und nun wechsle ich in den Ordner, in dem die Datei abgespeichert wurde. Hier ist es. Und wenn ich diese ZIP-Datei öffne, dann sehen Sie, es gibt einen Ordner, der wurde automatisch angelegt. Der heißt Kaplan George, wie der Kursteilnehmer. Und hier wären dann die anderen 29 Ordner noch zu sehen. Und wenn ich den öffne, dann sehe ich auch, welche Datei hat er abgegeben. Und ich kann die Datei entsprechend öffnen und habe somit alle Dateien, alle Abgaben lokal auf meinem Rechner gegengesichert.